So Leute, sobald wir mit dem Froschenkel fertig sind, will ich eine Mise en place für die Soße sehen. François, mach die Bratpfanne heiß, damit wir die Schnecke richtig schön brutzeln können. Und das auch ein bisschen zackig. Tschüss Schnecke, ist noch die Schnecke davon. Wow, spitzt denn? Das ist ja schlimmer als in einem Horrorfilm. Frösche Zeichen ausreißen, Schnecke brutzeln, das kommt sonst auf meine Traumaliste. Nein, aber ernsthaft mit solchen Leuten muss ich nicht mehr zu tun haben. Dann suchen wir halt ein Haus und einen Job. Für das neue Leben nach. Ha? Ha? Was? Meine Gattin ist hier also wieder nicht erwünscht. Elende Rassisten, Egoisten, Pack ist das. Wenn sich hier niemand um mich kümmert, dann schaue ich halt selber in dieser Welt. So einer Oma-Schnacke geht mir sowieso langsam auf den Sack. Hey, warte doch schnell! Weißt du nicht, wo ich hier Oma, ein Haus finde? Dreh dich um, Schnäckeli, sie kommen! Ha, das ist auch ein falscher Film. Chill doch mal! Oh Sally, du bist aber ein flotter Kerl, du siehst sympathisch aus. Du hilfst sicher einem Schnecken in Not, du könntest mir irgendwas ein Schöpfli organisieren. Nein, warte jetzt! Oh, du hast eine schöne Hütte auf deinem Rücken. Das hatte ich auch mal gehabt, bis mich so ein Koch hat aus dem Häuschen rausgerupft. In letzter Sekunde konnte ich noch flüchten. Aber mit dem habe ich abgeschlossen. Was hast denn du da für einen feinen Salat? Der ist der fein. Achtung, ich komme! Hep! Aber könnt ihr nicht gleich mal bei dir im Haus übernachten? Was meinst du? Hä? Sag jetzt! Du, ich rede mit dir! Hallo! Uhu! Du! Hä? Sag! Frag dich ab. Nein. Also gut. Ich sehe mich nicht erwünscht. Regarde, lass gar gar!